Guten Morgen. Wieder mal einen Tag geschafft, stimmt nicht, denn ich wollte nur mal kurz mein Fazit oder generell das Fazit zu diesem Bericht gestern Abend auf Arte ja, aufnehmen, einfach damit das nicht im Video so viel Platz wegnimmt im Tagebucheintrag. Ja, es ist jetzt noch ziemlich früh, irgendwie gerade 8 Uhr oder so. Ich dachte, ich mache es direkt, weil sonst ist nachher alles weg. Es war recht spät gestern und ich war ein bisschen müde. Ich habe mir schnell ein bisschen was aufgeschrieben, um zu berichten für diejenigen, die es vielleicht nicht gesehen haben oder so. Ja, also es ging, oder der Bericht hieß Fett oder Zucker, was ist ungesünder? Und es wurde ein Experiment gemacht. Witzigerweise war es ein Zwillingspärchen, wo beide Ärzte sind. Einer lebend in den USA und einer in England. In den USA ist der Zucker sehr, sehr verschrien, wird teilweise als giftig bezeichnet und in England ist Fett der Killer sozusagen. Und so kamen die beiden auf die Idee, ein Experiment mit sich selbst zu machen, weil sie ja genetisch quasi gleich sind. Auch die Ausgangsvoraussetzungen haben sich nur um ein paar Kilogramm und ein paar Prozent Fett unterschieden. Also eigentlich ja gut zum Vergleichen. Und die haben sich für einen Monat eine spezielle Ernährung auferlegt. Und zwar hat der Amerikaner der Amerikaner hat nur Zucker gegessen, weil Zucker ja angeblich das Böse ist. Aber man muss sagen, es ging halt nicht um den Zucker, auf den wir verzichten, sondern auf Zucker, das Kohlenhydrat. Das heißt, er hat auch Nudeln und Brot und die ganzen Sachen eben halt auch gegessen und nicht nur den raffinierten Zucker. Das ist halt der Unterschied, deswegen bei uns nur bedingt anwendbar. Der andere hat halt ja, nur Fett gegessen, sprich viel Fleisch und fettige Sachen und gar keine Kohlenhydrate, kein Obst wegen dem Fruchtzucker und ein ganz bisschen was an Gemüse. Ja, und so, mal ein bisschen strukturiert vorgehen. Also die haben sich halt 4 Wochen lang so ernährt und haben vorher, nachher Muskeln, Fett und Insulinspiegel und Blutzucker verglichen. Generell deren Fazit war, dass man es nicht pauschalisieren kann. Ob das oder das jetzt das Ungesündere ist, weil beides seine Vor- und Nachteile hatte im Ergebnis. Und ich muss dazu sagen, natürlich ernährt sich niemand so krass und nimmt nur Kohlenhydrate oder nur Fett zu sich. Das muss man ja auch mal sagen. Es gibt nicht die Empfehlung, die für jeden passt, weil jeder Körper auch noch mal ein bisschen anders reagiert und anders verstoffwechselt. Und rausgefunden haben sie ebenfalls durch dieses Experiment mit den Ratten im Prinzip, das Gefährlichste ist die Kombination aus Zucker und Fett, die genau im 50-50, in der 50-50-Verteilung gegeben ist. 50% Fett, 50% Zucker und vielleicht noch ein bisschen was anderes dabei. Aber das ist das Gefährliche, denn da ist es so, dass wir kein Stoppgefühl haben. Bei nur Fett hören wir irgendwann auf, weil es vielleicht nicht so geschmacksinteressant ist. Bei nur Zucker hören wir irgendwann auf, weil es sehr intensiv ist. Wenn wir es aber zusammenmischen, 50-50, dann ist es perfekt bei Eiscreme, bei Donuts. Und sie haben dieses Experiment gemacht mit 3 verschiedenen Donuts auf einem Tablett und haben die in Amerika und auch in England umsonst angeboten und sagten vorher, welchen würden sie nehmen und merken sich das mal. Und am meisten genommen wurde halt einfach der glasierte Donut, weil der mit Zucker drauf war mehr Zucker als Fett und der mit Cremefüllung war wahrscheinlich dann mehr Fett als Zucker. Und die meisten haben einfach zu diesem Glasierten gegriffen und den hätte ich auch genommen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und in diesem Rattenexperiment war es eben so, dass auch die Ratten eine nur fettige Ernährung, da haben sie nicht zugenommen, sondern irgendwann Stopp gemacht, weil sie wussten oder merkten irgendwie, wie kalorienhaltig das ist, bei der nur Zuckergeschichte eben auch. Während wenn sie Käsekuchen bekommen haben, was ich auch nicht wusste, dass da 50-50 anteilig Fettzucker drin ist, haben sie nicht aufgehört zu futtern. Sie haben zwar nicht Binge-Eating gemacht, aber sind immer wieder hingegangen. Das heißt, so dieses Suchtpotenzial war irgendwie da. Sie sind immer wieder hin, haben immer wieder gefressen und haben dann auch zugenommen. Und so ist es bei uns auch. Sprich, viele Fertigprodukte, verarbeitete Lebensmittel haben diese Kombination, weil die uns anspricht und verkäuflich ist und süchtig macht. Das ist ungesund. Ja, und einfach generell diese Kombination Fett und Zucker, darauf muss man wohl achten.
Ja, was gab es sonst noch Interessantes in dem Bericht? Dass der Körper Kohlenhydrate braucht, das ist ja auch was, was ich euch immer wieder sage. Ihr sollt zwar auf Zucker verzichten, aber darauf achten, dass ihr trotzdem genug Kohlenhydrate bekommt. Der Kopf braucht die Kohlenhydrate, damit man sich konzentrieren kann. Ne? Also der fette Typ konnte bei diesem Börsenspiel nicht so gut mithalten, weil er sich nicht so konzentrieren konnte. Also achtet auf eure Kohlenhydrate. Aber eher die vollwertigen, sprich die langkettigen, die Vollkorn. Kohlenhydrate, das sind die guten, weil die den Blutzucker- und Insulinspiegel relativ konstant halten. Dann, ohne Kohlenhydrate werden beim Sport Muskeln abgebaut. Das heißt, wir brauchen nicht nur Eiweiß, um den Muskelaufbau zu unterstützen, wenn wir Sport machen, sondern wir brauchen auch da die Kohlenhydrate, weil das unser erster Energielieferant ist. Sind diese Kohlenhydratspeicher leer? Fängt der Körper an, selber Glukose zu synthetisieren. Das macht er, indem er Eiweiß verbrennt, sprich Muskeln verbrennt. Das ist nicht gut. Also brauchen wir beides für den Sport. Vor dem Sport Kohlenhydrate und danach Eiweiß. Ach so, das habe ich quasi schon gesagt. Die fettreiche Ernährung enthielt ja viel Eiweiß, weil viel Fleisch drin war. Und trotzdem hat er Muskeln abgebaut, weil er eben keine Kohlenhydrate hatte, für die Energie, die er über Tag so braucht. Ja, zu viel Fett oder beziehungsweise die Kombination Fett-Zucker, das kann insulinresistent machen, diese fettige Ernährung. Bei dem war es ja so, der hat zwar 4 Kilo abgenommen, aber trotzdem war er mit seinen Insulin-Blutzuckerwerten so schlecht, dass er schon kurz vor der Vorstufe zu Diabetes war, weil der Körper eben anfängt, eine Insulinresistenz zu entwickeln. Und das ist halt auch sehr, sehr gefährlich. Diabetes, die erworbene Diabetes oder überhaupt Diabetes, das wollen wir nicht, wenn es geht. Ne, angeboren kann man nichts dran ändern, muss man mit umgehen. Aber uns freiwillig da rein manövrieren, das sollten wir möglichst vermeiden. Ja, der nur Fetternährer hat zwar 4 Kilo abgenommen, aber 2 Kilo Muskeln verloren. Bei mir war es in einem Fastenjahr auch so, da habe ich überhaupt nicht so auf Eiweiß und irgendwie geachtet und habe auch zwar schön Gewicht verloren, aber viel Muskeln. Und das möchten wir nicht, weil Muskeln auch unseren Stoffwechsel ankurbeln, die Haltung und die Körperform und überhaupt alles beeinflussen. Wir wollen immer viele Muskeln, auch als Frau, es ist wichtig. Der Nur-Zucker-Typ hat 1 Kilo verloren, aber das halt fast nur Fett. Ja, dann gab es noch eine 10-Jahres-Studie, eine Dame, die eine 10-Jahres-Studie gemacht hat und die haben sie auch besucht. Und sie hat untersucht im Prinzip, welche Makronährstoffe welche Auswirkungen haben, sprich Fett, Kohlenhydrat, Eiweiß, was ist gut, was ist schlecht. Aber auch sie konnte in 10 Jahren Studie im Vergleich keine ganz konkrete Empfehlung aussprechen, außer dass natürlich diese Vollwerte, dieses Vollkorn besser ist als das glatte weiße Kohlenhydrat oder der Zucker, weil das den Insulinspiegel etwas konstanter hält und auch den Blutzucker und dass halt Transfette nicht so gut sind, also eigentlich pflanzliche Fette, die festgemacht wurden, also pflanzliche Fette zum Teil gehärtet heißt das und halt auch diese Kombination Fettzucker, dass die nicht so gesund ist. Aber auch sie sagte, man kann nicht sagen, ernähr dich so oder ernähr dich so, nimm das raus oder das raus, sondern die vollwertige, runde Ernährung ist der Schlüssel. Ja, sage ich auch immer, eine Diät bringt nichts. Sei dir bewusst, was du isst und warum, also was richtet welcher Nährstoff in meinem Körper an, was brauche ich und trink dazu viel und damit wirst du am besten fahren. Das wirst du auch einfach am längsten durchhalten. Ja, ich für mich ziehe daraus nochmal den Schluss. Vor dem Sport brauchen wir ein bisschen was an Kohlenhydraten, damit wir auch unsere Leistung bringen können und nicht Muskeleiweiß verbrennen. Nach dem Sport brauchen wir Eiweiß, damit der Körper weitere Muskeln synthetisieren kann. Ja, zum Abnehmen unbedingt oder zum auch nicht zunehmen und einem konstanten Blutzucker versuchen, diese 50-50-Falle zu vermeiden. Also nicht viel zu konsumieren, am besten gar nichts natürlich, wo gleich viel Fett und Zucker drin ist, diese Dinge umgehen. Ja, man kann ja einfach mal die Augen offen halten und immer mal wieder auf Lebensmittel hinten drauf schauen. Bei vielen Fertigprodukten wird es der Fall sein. Ja, und halte keine krasse Diät. Verzichte nicht komplett auf einen Nährstoff, sondern such dir die richtigen Bestandteile.